Dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, ist unter Russlands neuen Reichen inzwischen eine weit verbreitete Erfahrung. Wer es in den letzten 20 Jahren bis in die Oberschicht geschafft hat, ist auch darauf aus, die Zügel fest in der Hand zu halten. Mütterchen Russland hat sich grundlegend verändert und der Macht des Geldes den Weg freigeräumt. Und wer zu den Reichen gehört, möchte seinen Erfolg mit Statussymbolen zieren. Dazu passt Gottes Segen, der solchem Streben Absolution erteilt. Und so erleben teure Pferde eine kolossale Wertsteigerung. Svetchino heißt das Gestüt in der Nähe von Pereslavl, 2 Autostunden von Moskau entfernt. Mehr als 500 Hektar Privatbesitz. Die Gestütsarbeiter sind billig, kommen aus Armenien, Georgien oder Aserbaidschan. Die Pferde sind teuer und viele auch nicht von hier. Aus Deutschland stammen die Holsteiner, aus Holland die Friesen. Dass Morgenstund Gold im Mund haben kann, ist hier zu erleben. Die Idylle eines erwachenden Sommertages. Hier haben rund 80 Pferde einen weiten und großzügigen Lebensraum. Nach dem Füttern wird eingestreut. In Svetchino stehen die Pferde auf Buchenspänen. Und das ist Olga Berenzweig, 52 Jahre alt, die Frau des Chefs. Ihre Lieblinge sind die Friesen. Ihr Liebster heißt Artyom, Tjoma genannt. Jetzt ist er 7 Jahre alt. Als Fohlen kam er nach Svetchino. Ein Siegertyp ist er, räumt im Fahrsport regelmäßig Preise ab, auf Turnieren in ganz Russland. Tjoma kommt aus Holland. Er ist unser Beschäler, unser Deckhengst. Zuchthengst zu sein, ist eine ernste Sache, nicht wahr, Tjoma? Wir sind sehr stolz auf ihn. Er macht sehr schöne Fohlen, die sind von Top-Qualität. Die Holländer kommen regelmäßig zu uns zur Hengstkörung und sie bewerten Pferde und Fohlen, die von Tjoma abstammen. Sie geben ihnen sehr gute Wertungspunkte, nicht wahr, Tjoma? Alles begann vor über 20 Jahren, als die Sowjetunion zerbrach. Erst waren es ganz wenige Pferde. Mit wachsendem Wohlstand wurden es immer mehr. Die Berenzweigs und ihre Pferde. Aus anfänglicher Liebhaberei ist eine große Leidenschaft geworden. Für Olga ist das Gestüt der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie, die einst als Lehrerin nur wenige Rubel verdiente, findet sich hier in einem Traumland wieder. Sehen Sie, wie schön sie sind. Gutmütig, lieb und keine Angst vor den Menschen haben sie. Du bist ein ganz toller. Das ist nicht unser erstes Fohlen. Die anderen sind alle schon erwachsen. Schauen Sie nur, wie schön die Mama ist. Ich bin doch bestimmt nicht klein, aber sehen Sie, wie groß die Mutter ist? Meljuscha, meine Schöne, was hat dich erschreckt? Die Beleuchtung? Genau auf dich gerichtet. Wie kann man sie nicht lieben? Ein Traum. Wie schön sie sind. Die Mama und das Kleine. Meine Süßen, meine Kleinen. Die Friesen können es kaum erwarten. Sie dürfen nach draußen.
Moskau, 8 Uhr morgens. Wladimir Berenzweig auf dem Weg in sein Büro. Die Firma heißt Stroyhold und ist ein Bauunternehmen. Sie gehört ihm zur Hälfte. Im Büro sind es 60 Angestellte, auf den Baustellen im ganzen Land ein paar hundert Beschäftigte. In den wilden postkommunistischen Zeiten unter Präsident Jelzin, als die staatliche Wirtschaft im Galopp privatisiert wurde, sind die Bauingenieure Wladimir Berenzweig und Klement Melnikow ins große Baugeschäft eingestiegen und haben schnell Millionen gemacht. Dass sie heute Baulöwen sind, sehen sie als Lohn für ihren Fleiß und ihre Geschäftstüchtigkeit. Wir planen und bauen Wohnhäuser sowie alle möglichen Gebäude für die verschiedensten Zwecke. Und dann haben wir auch noch einen weiteren Schwerpunkt in unserer Firma. Wir planen und bauen auch Flughäfen. Unser Betätigungsfeld ist sehr groß. Praktisch gibt es kaum etwas, das wir nicht bauen können. Das Gestüt in Svetchino hat er für sich und seine Familie gebaut. Welchen Stellenwert haben die Pferde, hat das Gestüt im Leben des Baulöwen Wladimir Berenzweig? Das ist sozusagen ein Ventil, ein Ort zum Luftholen. Es ist der Ort, wo unsere ganze Familie gern ihre Freizeit verbringt. Denn Moskau ist eine hektische Stadt. Es gibt viel Verkehr, viele Staus und wenig Sauerstoff wegen der Unmengen von Autos. Man verbringt viel, viel Zeit in Staus. Aber Moskau ist gewiss auch eine besondere Stadt. Wir alle arbeiten hier und wir lieben diese Stadt. Nach Svetchino fährt man zur Entspannung, zum Spaß. Wir sind froh darüber, dass wir diese Möglichkeit haben. Aber Svetchino ist weit mehr als der Rückzugsort eines Multimillionärs. Wladimir Berenzweigs Traum von einem Reitsportzentrum mit nationaler Bedeutung ist längst Wirklichkeit geworden. Denn auf dem gestütseigenen Turniergelände finden regelmäßig russische Meisterschaften in der Dressur, im Springen und im Kutschenfahren statt. Vom Pferdevirus infiziert ist auch Berenzweigs Geschäftspartner Klement Melnikow. Die Gestüte der beiden liegen nur eine halbe Land Rover-Stunde voneinander entfernt. Melnikow besitzt eine stattliche Herde von rund 160 Orlowski-Trabern. Ein Millionenvermögen. Ihren Namen haben diese urrussischen Pferde von Graf Alexei Orlov, der einst Liebhaber von Katharina der Großen war. 1770 fiel er bei der Zarin in Ungnade und widmete sich dann der Zucht von Trabern. Von Pferden für Schlitten und Kutschen, die große Strecken auch in den harten russischen Wintern zurücklegen. Melnikow ist zu einem passionierten Züchter geworden. Er weiß alles über die Rasse der Orlowski-Traber. An der großen Herde mit den Stuten und Fohlen kann er sich nicht satt sehen. Aus seiner Zucht sind in den letzten Jahren regelmäßig große Champions hervorgegangen, die bedeutende Trabrennen im ganzen Land gewonnen haben. Zwei Baulöwen, zwei Partner, zwei Pferdenarren, zwei Gestüte. Wann seine Leidenschaft für Pferde begann, schildert der erfolgsverwöhnte Melnikow heute so. Ich möchte Folgendes erzählen. Als Kind von nicht einmal 5 Jahren hatte ich bereits meine eigene Herde. Das heißt, ich sammelte Holzstöcke und ritt darauf. Ein Stock hatte einen Kopf aus Pappmaché und zwei Räder hintendran. Das war mein Leithengst, Bujan.
Auf meinem Falben Bujan hütete ich meine Herde auf der Weide. Die Herde, das waren Holzstecken. Jeden Abend sammelte ich die Stöcke ein, lehnte sie gegen die Wand von meines Großvaters Haus und gab jedem Pferd Gras zu fressen. Die beiden Partner machen sich auf den Weg zur Reithalle. Melnikow will ein paar besondere Pferde vorführen, weil Bärenzweig einen besonderen Wunsch hat. Svetchino. Das sind die 16-jährige Lena und die 14-jährige Aljona, die beiden ältesten Enkelinnen von Olga und Wladimir Bärenzweig. Beide äußerst ambitionierte Reiterinnen. Meine sportliche Zukunft stelle ich mir natürlich als Champion vor. Als ich meinen Opa einmal fragte, wovon er träumt, sagte er, er würde sich wünschen, dass ich eines Tages bei den Olympischen Spielen dabei sein werde. Ich werde versuchen, ihm diesen Traum zu erfüllen. Ich hätte niemals geglaubt, dass meine sportliche Zukunft für ihn so wichtig ist. Lena und ihrer Schwester fehlt es an nichts. Sie sind in Wohlstand hineingeboren worden. Der Großvater hat den Mädchen Spitzenpferde in den Stall gestellt. Der Holsteiner Schimmel Quick Capital gehört Lena. Capitano heißt das Pferd von Aljona. Ein Holsteiner allerbester Abstammung ist auch er. Die Pferde seiner Enkelinnen hat sich Bärenzweig ein Vermögen kosten lassen. Ein Tier dieser Klasse kostet schon 100.000 Euro und mehr. Lena und ihre Schwester sind talentiert. Sie haben bereits erste Turniererfolge vorzuweisen. Während der Woche sind sie in Moskau in der Schule. Aber die Wochenenden und die Ferien verbringen sie in Svetchino bei ihren Pferden. Für sie ist das Normalität. Ihre Großmutter empfindet weit mehr, weil sie noch andere Zeiten erlebt hat. Das hier ist mein Lebenstraum. Diese Weite, diese Freiheit. Es ist Natur pur und Freiheit für die Seele, für den Kopf und für die Tiere selbstverständlich auch. Schauen Sie, wie gut es Ihnen hier geht, wie wohl Sie sich hier fühlen. Kein Vergleich zu den Orten und zu den Stellen, wo die Pferde kaum Auslauf haben. Und hier blüht die Seele auf und der Mensch fühlt sich sofort ganz anders. Für mich ist es ein einziger Traum. Jetzt im Hochsommer sind die riesigen Pferdebremsen eine Plage für die edlen Friesen auf der Weide. Deshalb lässt Olga ihre Lieblinge in den kühlen Stall bringen. Für die kleinen Bärenzweigenkel Albert und Olga ist Svetchino ein Paradies. Ein Wunderland mit vielen Tieren. Eine Welt, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Begegnungen mit Tierkindern, mit Lämmern zum Beispiel. In Svetchino hat jedes Enkelkind sein Lieblingstier. Gleich beginnt das Reittraining für die großen Schwestern. Einmal morgens und einmal am späten Nachmittag wird trainiert. Dressur und Springen.
Eigens für seine Enkelinnen hat Wladimir Berenzweig einen Springtrainer engagiert. Der heißt Vjatcheslav Spakovsky, kommt aus Weißrussland, ist einer der 10 Besten seiner Zunft in Russland. Ein ausgesprochen kamerascheuer Mann. Aber die beiden Schwestern schwören auf den Trainer. Und ihr Großvater ist davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er Lena und Aljona an Russlands Reitelite herangeführt hat. In Svetchino gibt es perfekte Trainingsbedingungen. Die Morgenarbeit endet damit, dass die Pferde auf dem riesigen Grasplatz noch einige Runden traben und dann im Schritt geritten werden. Und dabei passiert es. Quick Capital lahmt. Er muss sich ein Bein vertreten haben. Der Tierarzt wird wohl nach dem wertvollen Holsteiner sehen müssen. Aljona zeigt uns ihr lebendiges Maskottchen. Viva ist ein Jack Russell-Mädchen und 4 Monate alt. Doch seit wann reitet Aljona denn nun schon? Ich trainiere seit meinem 6. Lebensjahr. Unser erstes Pferd bekamen wir, als ich 6 war. Meine Oma hat es gekauft. Das war ihre Idee. Dieses Pferd war sehr unerfahren und spielte ein bisschen verrückt, als ich draufgesetzt wurde. Natürlich habe ich Angst bekommen und glaubte, dass ich das Reiten nie lernen würde. Aber mein Trainer Vjatcheslav Spakovsky hat mir noch mehr beigebracht. Nicht nur, dass ich die Angst vor Pferden verliere, sondern auch das Springen, dass ich das geschafft habe. Bei jedem Sprung kommt es mir noch immer so vor, als wäre das nicht ich. Wenn ich meinen Trainer sehe, habe ich keinerlei Angst. Viva hat es bei Aljona und den Svetchino bestens getroffen. Jeden Tag darf der Welpe mit zum Training. Angst hat der Kleine vor den Pferden nicht. Was ja bei Aljona am Anfang anders war. Ich sagte ja schon, dass ich am Anfang Angst vor dem Springen hatte. Dann fragte ich meine Schwester, Lena, wie ist das mit dem Springen? Darauf antwortete sie, eigentlich ist es, als ob du fliegst, wie ein Engel. Wenn du springst, fühlst du dich vollkommen schwerelos. Es ist ein tolles Gefühl. Und dann habe ich es probiert. Und Lena hatte recht mit dem, was sie gesagt hatte. Es war toll. Ich habe meine ganze Angst verloren. Es ist einfach. Nicht du springst, sondern dein Pferd. Du darfst es nur nicht dabei stören. Klement Melnikov will seinem Geschäftspartner ein paar ganz besondere Orlowski-Traber vorführen. Das haben meine Pferde voriges Jahr auf der Moskauer Rennbahn gewonnen. Das ist ein Preis von Quadrat aus dem letzten Jahr. Der hier kommt von Krepysch. Das sind unsere berühmtesten Pferde. Und der hier ist von Butowitsch. Die meisten Pferde sind junge Hengste. Temperamentvoll, ausdrucksstark und mit eleganten Bewegungen. Wladimir Berenzweig spielt schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, sich 2 Orlowski-Traber anzuschaffen, um sie vor die Kutsche zu spannen. Nicht unbedingt Hengste wie diese. Seine Mutter kommt aus dem Altai-Gebiet. Ich habe ihn zum ersten Mal im Moskauer Gestüt gesehen, wo er als Probierhengst eingesetzt wurde. Das heißt, er kam nie zum Decken, sondern sollte den Appetit der Pferdedamen anregen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, stockte mir der Atem. Der Orlowski-Traber ist eigentlich ein Kutschpferd und wie gemacht für die Arbeit im Geschirr. Aber nicht weniger geeignet auch unter dem Sattel. Das perfekte Pferd für den kleinsten Bauern und den größten General.
also für alle. Einerseits ein ausgesprochenes Nutztier und andererseits eine solche Schönheit, dass schon so mancher Feldherr auf diese Rasse geschworen hat. Die Pferde überbieten sich gegenseitig an Schönheit und Ausdrucksstärke. Wladimir Berenzweig ist begeistert von der Vorstellung. Ein sehr schönes Pferd. Bei so viel Temperament und Kraft ist ein Pferdepfleger nicht genug. Berenzweigs Tierarzt ist gekommen, will seinen Freund beim Pferdekauf beraten. Alexei Kotschergin ist nicht irgendwer. Er behandelt die Pferde des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ein Indiz dafür, in welche soziale Liga Berenzweig und Melnikow aufgestiegen sind. Ist die Entscheidung für ein Pferd gefallen? Für Frank. Sie haben ihn ja gesehen. Der ist nicht nur groß, sondern auch eine absolute Schönheit. Aber was die Kämpferqualitäten angeht, unter den Grauen, ist das für mich Lotus. Ein Orlowski-Traber und dann Grauschimmel. Absolut super. Ein grauer Orlowski-Traber ist das Allerbeste, was es gibt. Der Tierarzt hat nach der ersten kurzen Untersuchung keine Einwände. Das Pferd befindet sich in einem sehr guten Zustand. Bei den Olympischen Spielen von Moskau 1980 war Alexei Kotschergin Cheftierarzt bei allen Reitwettbewerben. Wladimir Berenzweig hat sich entschieden. Dieser Braune und der Schimmel sollen es sein. Die werden ein hübsches Gespann abgeben. In Svetchino sollen sie schon mal einen Pferdetransporter fertig machen und in der nächsten Stunde hierher ins Gestüt Melnikow schicken. Svetchino. Zwei Kindermädchen hat Olga Berenzweig angestellt, um die kleinen Enkel rund um die Uhr betreuen zu lassen. Die Eltern sind alle erfolgreiche Unternehmer in Moskau und kommen nur am Wochenende nach Svetchino. Da hat Oma Olga angeboten, sich in der Woche um den Nachwuchs zu kümmern. Lena zeigt Interesse, wenn ihre Großmutter erzählt, wie in Svetchino alles begonnen hat. So sah damals die Straße aus. Schau, wie schwer befahrbar sie war. Nun ist sie ausgebaut worden. Aber daran könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Die Straße war damals jedenfalls so schlecht, dass wir, um mit den Kindern zum Schulbeginn im September nach Moskau zu kommen, unsere Nachbarin Tante Tonja um Hilfe baten. Stell dir vor, Tante Tonja spannte ihr Pferd vor den Wagen und brachte uns zur Straße, zum Bus. Sonst wären wir nicht rausgekommen. Habt ihr das Haus gekauft oder gebaut? Wir haben ein total heruntergekommenes Haus im Dorf gekauft. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es hatte nicht mal ein Dach. Dein Opa hat das Dach binnen 5 Tagen gedeckt. Dann ließ er mich mit 3 Kindern hier und machte eine Geschäftsreise. So. Später haben wir dann auch einen Swimmingpool gebaut, siehst du? Und der Billardtisch wurde aufgestellt. Dein Opa hat alles dein Opa gemacht. Was wären wir ohne den Opa? Ja, der Opa, der große Macher. Er hat seiner Frau ein eigenes Reich geschaffen, in dem sie die Zügel in der Hand hält. Der muss jetzt gestriegelt werden. Katjuscha, mach mal. Der Chef hat noch kleine Zöpfchen. Wissen Sie, die Pferde sind nur ein Teil vom Stallbetrieb. Die Menschen gehören natürlich auch dazu. Sie alle sind jetzt meine neue Familie. Als meine eigenen Kinder erwachsen wurden und ich sie in ein selbstständiges Leben entlassen habe, habe ich mir einfach eine neue Familie zugelegt. Und so hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Musik
Manchmal will Olga Bärenzweig aber raus. Und wenn auch nur für 2 oder 3 Stunden. Nach Moskau zieht sie nichts mehr. Nach Pereslawl schon. Sie hat sich mit ihrer Tochter Viktoria verabredet. Gemeinsam genießen sie die altehrwürdigen Kirchen und Häuser in der kleinen Stadt am sogenannten Goldenen Ring. Der heißt so, weil im großen Bogen um Moskau herum uralte Klöster und Kirchen stehen. Pereslawl hat 40.000 Einwohner und ist eine der ältesten und am besten erhaltenen Städte Zentralrusslands. Hier ist Olgas Lieblingsplatz. Hier schöpft sie Kraft, wie sie sagt. Und hier kämen ihr die besten Ideen. Der Transporter aus Svetchino ist im Melnikow-Gestüt angekommen. Durch und durch zufrieden ist Wladimir Bärenzweig mit dem Kauf der beiden Orlowski-Traber. Die Gamaschen sollen verhindern, dass sich die Pferde während der Fahrt verletzen. Bärenzweig fährt seine kostbare Fracht selbst. Tierarzt Alexei Kotschergin begleitet ihn. Wie findest du denn nun die Pferde? Gut. Ich glaube, sie entsprechen genau dem, wonach du gesucht hast. Ich finde, es war ein sehr guter Kauf. Die beiden sind die idealen Pferde für dich. Und sie passen zu dir. Sie sind gleich groß und haben den gleichen Trab. Die sollten vor dem Wagen absolut synchron gehen. Svetchino ist gleich erreicht. Begrüßung der Neuankömmlinge. Bärenzweig hat sich überlegt, dass es wohl das Beste wäre, den beiden Orlowski-Trabern zum Eingewöhnen zunächst ein paar Wochen Zeit zu geben. Erst danach soll das Fahrtraining beginnen. Die nächsten Tage werden die Pferde im engen Korral verbringen, damit die Pfleger sie aus der Nähe beobachten können. Danach geht es dann raus auf eine der Außenweiden. Etwas schüchtern betrachten die Pferde ihr neues Zuhause. Gern hätte Wladimir Bärenzweig die beiden Orlowski-Traber seiner Frau Olga vorgestellt, doch die ist nicht da. Kopnino, 5 Kilometer von Svetchino entfernt. Olga Bärenzweig gilt als die gute Seele der orthodoxen Kirche von Kopnino. Für Vater Michael ist sie so etwas wie ein Geschenk Gottes. Denn Olga Bärenzweigs Großzügigkeit habe es möglich gemacht, dass die Kirche von Kopnino vielen Menschen in der Gemeinde helfen konnte, die sonst nirgendwo Unterstützung bekommen hätten. Auch für die Restaurierung des Gotteshauses hätten die Bärenzweigs so manchen Rubel gespendet, wie Vater Michael berichtet. Für die tiefgläubige Olga ist es ein Bedürfnis, sich dafür zu bedanken, dass in ihrem Leben alles zum Allerbesten steht. Nun soll ein kirchliches Jugendzentrum in Kopnino entstehen. Olga Bärenzweig wird mit ihrem Mann darüber reden. Denn auch er hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Kirche und hilft, weil er vor Gott Gutes tun will. Und der Segen Gottes stärkt das Gefühl, als geschäftstüchtiger Mensch, der es zu Wohlstand und Reichtum gebracht hat, den rechten Weg eingeschlagen zu haben. So können die Bärenzweigs mit sich und ihrem Leben voll und ganz im Reinen sein.
Im Dorf Svetchino haben sich noch weitere reiche Russen angesiedelt. 200 Meter hinter dem Haus der Berenzweigs lebt der 52-jährige Alexander Vorontsov. Für Berenzweig der beste Freund. Vorontsov hat eine unglaubliche Karriere hinter sich. Vom Major und Militärarzt der Roten Armee zum Generaldirektor der größten privaten Versicherung, die einem russischen Oligarchen gehört. Ein alles andere als gewöhnlicher Aufstieg. Nur die Wochenenden verbringen die Vorontsovs in ihrer Luxusdatscha. Sonst lebt das Ehepaar in Moskau, dort in einem Promi-Viertel. Seitdem die politische Zeitrechnung eine andere ist, hat sich viel verändert. Nicht nur in Moskau, auch hier auf dem Lande. Und plötzlich gibt's überall angepflanzten Rasen. Ja, ja, überall im Dorf. Früher wucherte in jedem Gemüsegarten Unkraut und jetzt mäht man Rasen. Rasen wurde angelegt und Bäume gepflanzt. Zierbäume? Ja, Zierbäume. Nicht zu vergleichen mit dem, wie es hier vor 20 Jahren aussah. Hat die neue Zeit nur gute Seiten? Wie steht es mit dem Stress? Stress haben wir bei der Arbeit in Moskau. Hier dagegen sind wir entspannt. Auch Alexander Borisowitsch. Hier gibt es keine Krawatten. In Moskau geht es anders zu. Immer nur Stress und Besprechungen und Verhandlungen und Termine. Ein Termin jagt den nächsten. Das kostet viel Kraft und Nerven natürlich auch. Ein Notfall. Ein Pferd ist durch den Hufschlag eines anderen verletzt worden. Eine tiefe Fleischwunde. Bis der Tierarzt aus Pereslawl da ist, kann nicht gewartet werden. Also gibt Olga Berenzweig dem Pferd die Spritze für eine örtliche Betäubung selbst. Schon oft hat sie sowas gemacht. Es dauert ein paar Minuten, bis die Spritze wirkt. Und dann näht eine Pflegerin die Wunde mit 6 Stichen. Sveta, Sveta, ich weiß, dass es weh tut. Ich weiß doch, was wir tun, Sveta. Süße, halte durch. Die Mädchen wollen dir doch nur helfen. Jetzt nur noch desinfizieren. Dann hat der Patient die Operation überstanden und kann zurück in den Stall. Es ist Freitagnachmittag. Wladimir Berenzweig erwartet seine Kinder, die jede Minute aus Moskau eintreffen müssen. Tochter Viktoria, die jüngste mit ihrer Familie. Sie war vor ihrer Heirat eine erfolgreiche Bauingenieurin. Tochter Natalia, Mutter von Lena und Aljona, ist geschieden. Sie betreibt einen florierenden Metall- und Schrotthandel in Moskau. Diese Kinder heißen Wladimir, German, Stanislav, Valeri. Sie gehören zu Boris, Wladimir Berenzweigs Sohn. Er ist ein geschäftstüchtiger Logistik- und Transportunternehmer mit einem Dutzend eigener Lastzüge. Billard mit Boris. Darauf hat sich der Vater die ganze Woche gefreut. So beginnt das Wochenende bei den Berenzweigs. Es ist nicht jedem vergönnt, 10 Enkelkinder zu haben. Ich finde, das ist wirklicher Reichtum. Meine größte Leistung besteht darin, die Familie zu erhalten und dass der Name weitergeführt wird. Das ist sehr viel und darauf bin ich stolz. Für Boris Berenzweig ist sein Vater Wladimir das große Vorbild. Die Familie und deren Zusammenhalt sind für Wladimir Berenzweig das Wichtigste. Fast jedes Wochenende kommen alle nach Svetchino. Für das Familienoberhaupt eine wunderbare Gewohnheit,
die er mit Liszt interpretiert. Die Familie hat mir schon immer viel bedeutet. Meine Familie ist mein Leben. Und alles, was ich mache und schaffe, ist für die Familie. Ich bin eigentlich ein wahrer Kommunist. Habe dafür gesorgt, dass es in unserer Familie allen gleich gut geht. Die Tiere sind alle in einem Top-Zustand. Regelmäßig schaut der Tierarzt nach allen Pferden, auch nach dem jüngsten. Da heißt es, ab in den Stall zur Untersuchung. Kein einfaches Unterfangen für den Tierarzt Alexei Kotschergin. Denn Stute und Fohlen lassen sich nur ungern trennen. Keine ungefährliche Situation für Tierarzt und Pferdepflegerin. Eine Stute, die ihr Fohlen verteidigt, schlägt schon mal aus. In solchen Situationen hat sich Alexei Kotschergin schon oft befunden. Tausende von Fohlen hat er bereits untersucht. Hier geht alles gut. Und das Allerwichtigste, das Fohlen ist kerngesund. Lena hat ihren Großeltern erzählt, was beim Training passiert ist und das Quick Capital lahmt. Nun wollen alle drei den Schimmel anschauen. Manchmal, wenn ein Pferd lahmt, ist die Ursache eher harmlos. Doch es kann auch mehr dahinter stecken. Man weiß es eben nie. Er trabte ganz ruhig, stolperte plötzlich, bekam die Beine nicht sortiert und verhakte sich am Hufeisen. Schlecht, dass das Hufeisen nicht vollständig abgerissen wurde, sondern sich verbog. Deshalb sind wir sehr um den Huf besorgt. Womöglich hat er sich verletzt. Da soll wohl besser doch der Tierarzt mal draufschauen. Alexei Kotschergin ist noch im Stall. Quick Capital hat Glück gehabt. Offenbar ist nichts Gravierendes passiert. Nur eine leichte Stauchung stellt der Tierarzt fest. Keine auffälligen Schwellungen, keine bedenkliche Schmerzempfindlichkeit. So wie es aussieht, muss Quick Capital ein paar Tage geschont werden und in der Box bleiben. Er hat also gezwungenermaßen trainingsfrei. Neben der Reiterei kommt in Russland der Fahrsport, Driving genannt, mehr und mehr in Mode. Die beiden Angestellten Irina und Jekaterina trainieren die Bärenzweig-Kutschpferde. Die haben auch schon manchen Turniersieg errungen. Das Driving ist inzwischen Olgas Lieblingsdisziplin. In Zvechino gibt es für die Gespanne einen eigenen Parcours. Vor allem die Wasserhindernisse haben es in sich. Und die Brücken. Immer wieder wird trainiert, das Wasser zu durchfahren, ohne das Tempo herauszunehmen. Denn gerade im Wasser gilt es, keine Zeit zu verlieren. Eine weitere von Olga Bärenzweigs Ideen. Sie träumt davon, dass ihre Friesen beim Musikritt groß rauskommen. Vielleicht wird es irgendwann sogar ein Pferdeballett geben. Die Voraussetzungen dafür bringen die großen Schwarzen aus Holland allemal mit. Denn neben ihrer Gutmütigkeit ist der Ausdruck ihre große Stärke.
An den Samstagnachmittagen im Sommer ist die ganze Familie oft zum Essen beisammen. Die Kinder, die Enkel und auch gute Bekannte. Die Kindermädchen sind dann auch für die Vorbereitungen verantwortlich. Es gibt eigentlich alles, was Herz und Magen begehren. Natürlich darf das traditionelle Schaschlik nicht fehlen. Boris Berenzweig betätigt sich als Grillmeister. Sein Vater ist sehr zufrieden. Die großen und kleinen Gäste fühlen sich alle rundum wohl. Die Stimmung ist ausgelassen, der Nachmittag warm, der Wodka eiskalt. Wenn sich hier an den Wochenenden die ganze Familie trifft, wenn alle da sind, fühle ich mich wohl. Die Familie ist hier und ich bin beruhigt. Das ist ein Gefühl, das wohl jeder Vater kennt. Wenn du dein Kind siehst, wenn alle da sind, ist die Welt für dich in Ordnung. Wenn alle in der Familie gesund sind und bei dir, umso besser. Alles ist gut. Und wenn dann nicht nur die Kinder, sondern auch noch die Enkelkinder da sind, das ist dann das Allergrößte. Der lange Tisch ist fast zu klein für all die Speisen und Getränke. Wladimir Berenzweig fühlt sich immer wieder bestätigt, vor gut 20 Jahren den richtigen Riecher gehabt zu haben. Er hat Gorbatschows Perestroika, Jelzins Eskapaden und Putins Stärke erlebt und die Gunst der Stunde genutzt, als beim russischen Monopoly das Staatsvermögen verscherbelt wurde. Seine Familie profitiert davon, muss sich in ihrem Lebensstil fast keine Grenzen mehr setzen. Edle Pferde kann sie sich ohne weiteres leisten. Sie sind lebendige Diamanten, deren Besitz, Wohlstand und Macht zum Ausdruck bringen. So wie es in der russischen Oberschicht schon immer war. Hier, wo einst Kolchosbauern ihr Dasein fristeten, leben heute Pferde in einem riesigen Gestüt. Weil ein Bauingenieur zum millionenschweren Rubelbaron aufsteigen konnte. Mag der russischen Seele auch Schwermütigkeit nachgesagt werden, die Gemüter der Berenzweigs sind seit langem von ausgelassener Lebensfreude bestimmt. Heruntergekommenes Haus im Dorf gekauft. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es hatte nicht mal ein Dach. Dein Opa hat das Dach binnen 5 Tagen gedeckt. Dann ließ er mich mit 3 Kindern hier und machte eine Geschäftsreise. So. Später haben wir dann auch einen Swimmingpool gebaut, siehst du? Und der Billardtisch wurde aufgestellt. Dein Opa hat alles dein Opa gemacht. Was wären wir ohne den Opa? Ja, der Opa, der große Macher. Er hat seiner Frau ein eigenes Reich geschaffen, in dem sie die Zügel in der Hand hält. Der muss jetzt gestriegelt werden. Katjuscha, mach mal. Der Chef hat noch kleine Zöpfchen. Wissen Sie, die Pferde sind nur ein Teil vom Stallbetrieb. Die Menschen gehören natürlich auch dazu. Sie alle sind jetzt meine neue Familie. Als meine eigenen Kinder erwachsen wurden und ich sie in ein selbstständiges Leben entlassen habe, habe ich mir einfach eine neue Familie zugelegt. Und so hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Manchmal will Olga Berenzweig aber raus
und wenn auch nur für 2 oder 3 Stunden. Nach Moskau zieht sie nichts mehr, nach Pereslawl schon. Sie hat sich mit ihrer Tochter Viktoria verabredet. Gemeinsam genießen sie die altehrwürdigen Kirchen und Häuser in der kleinen Stadt am sogenannten Goldenen Ring. Der heißt so, weil im großen Bogen um Moskau herum uralte Klöster und Kirchen stehen. Pereslawl hat 40.000 Einwohner und ist eine der ältesten und am besten erhaltenen Städte Zentralrusslands. Hier ist Olgas Lieblingsplatz. Hier schöpft sie Kraft, wie sie sagt. Und hier kämen ihr die besten Ideen. Der Transporter aus Svetchino ist im Melnikow-Gestüt angekommen. Durch und durch zufrieden ist Wladimir Bärenzweig mit dem Kauf der beiden Orlowski-Traber. Die Gamaschen sollen verhindern, dass sich die Pferde während der Fahrt verletzen. Bärenzweig fährt seine kostbare Fracht selbst. Tierarzt Alexei Kotschergin begleitet ihn. Wie findest du denn nun die Pferde? Gut. Ich glaube, sie entsprechen genau dem, wonach du gesucht hast. Ich finde, es war ein sehr guter Kauf. Die beiden sind die idealen Pferde für dich. Und sie passen zu dir. Sie sind gleich groß und haben den gleichen Trab. Die sollten vor dem Wagen absolut synchron gehen. Svetchino ist gleich erreicht. Begrüßung der Neuankömmlinge. Bärenzweig hat sich überlegt, dass es wohl das Beste wäre, den beiden Orlowski-Trabern zum Eingewöhnen zunächst ein paar Wochen Zeit zu geben. Erst danach soll das Fahrtraining beginnen. Die nächsten Tage werden die Pferde im engen Korral verbringen, damit die Pfleger sie aus der Nähe beobachten können. Danach geht es dann raus auf eine der Außenweiden. Etwas schüchtern betrachten die Pferde ihr neues Zuhause. Gern hätte Wladimir Bärenzweig die beiden Orlowski-Traber seiner Frau Olga vorgestellt, doch die ist nicht da. Kopnino, 5 Kilometer von Svetchino entfernt. Olga Bärenzweig gilt als die gute Seele der orthodoxen Kirche von Kopnino. Für Vater Michael ist sie so etwas wie ein Geschenk Gottes. Denn Olga Bärenzweigs Großzügigkeit habe es möglich gemacht, dass die Kirche von Kopnino vielen Menschen in der Gemeinde helfen konnte, die sonst nirgendwo Unterstützung bekommen hätten. Auch für die Restaurierung des Gotteshauses hätten die Bärenzweigs so manchen Rubel gespendet, wie Vater Michael berichtet. Für die tiefgläubige Olga ist es ein Bedürfnis, sich dafür zu bedanken, dass in ihrem Leben alles zum Allerbesten steht. Nun soll ein kirchliches Jugendzentrum in Kopnino entstehen. Olga Bärenzweig wird mit ihrem Mann darüber reden. Denn auch er hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Kirche und hilft, weil er vor Gott Gutes tun will. Und der Segen Gottes stärkt das Gefühl, als geschäftstüchtiger Mensch, der es zu Wohlstand und Reichtum gebracht hat, den rechten Weg eingeschlagen zu haben. So können die Bärenzweigs mit sich und ihrem Leben voll und ganz im Reinen sein. Im Dorf Svetchino haben sich noch weitere reiche Russen angesiedelt.
200 Meter hinter dem Haus der Berenzweigs lebt der 52-jährige Alexander Worenzow. Für Berenzweig der beste Freund. Worenzow hat eine unglaubliche Karriere hinter sich. Vom Major und Militärarzt der Roten Armee zum Generaldirektor der größten privaten Versicherung, die einem russischen Oligarchen gehört. Ein alles andere als gewöhnlicher Aufstieg. Nur die Wochenenden verbringen die Worenzows in ihrer Luxusdatscha. Sonst lebt das Ehepaar in Moskau, dort in einem Promi-Viertel. Seitdem die politische Zeitrechnung eine andere ist, hat sich viel verändert. Nicht nur in Moskau, auch hier auf dem Lande. Und plötzlich gibt es überall angepflanzten Rasen. Ja, ja, überall im Dorf. Früher wucherte in jedem Gemüsegarten Unkraut und jetzt mäht man Rasen. Rasen wurde angelegt und Bäume gepflanzt. Zierbäume? Ja, Zierbäume. Nicht zu vergleichen mit dem, wie es hier vor 20 Jahren aussah. Hat die neue Zeit nur gute Seiten? Wie steht es mit dem Stress? Stress haben wir bei der Arbeit in Moskau. Hier dagegen sind wir entspannt. Auch Alexander Borisowitsch. Hier gibt es keine Krawatten. In Moskau geht es anders zu. Immer nur Stress und Besprechungen und Verhandlungen und Termine. Ein Termin jagt den nächsten. Das kostet viel Kraft und Nerven natürlich auch. Ein Notfall. Ein Pferd ist durch den Hufschlag eines anderen verletzt worden. Eine tiefe Fleischwunde. Bis der Tierarzt aus Pereslawl da ist, kann nicht gewartet werden. Also gibt Olga Berenzweig dem Pferd die Spritze für eine örtliche Betäubung selbst. Schon oft hat sie sowas gemacht. Es dauert ein paar Minuten, bis die Spritze wirkt. Und dann näht eine Pflegerin die Wunde mit 6 Stichen. Sveta, Sveta, ich weiß, dass es weh tut. Ich weiß doch, was wir tun, Sveta. Süße, halte durch. Die Mädchen wollen dir doch nur helfen. Jetzt nur noch desinfizieren. Dann hat der Patient die Operation überstanden und kann zurück in den Stall. Es ist Freitagnachmittag. Wladimir Berenzweig erwartet seine Kinder, die jede Minute aus Moskau eintreffen müssen. Tochter Viktoria, die jüngste mit ihrer Familie. Sie war vor ihrer Heirat eine erfolgreiche Bauingenieurin. Tochter Natalia, Mutter von Lena und Aljona, ist geschieden. Sie betreibt einen florierenden Metall- und Schrotthandel in Moskau. Diese Kinder heißen Wladimir, German, Stanislav, Valeri. Sie gehören zu Boris, Wladimir Berenzweigs Sohn. Er ist ein geschäftstüchtiger Logistik- und Transportunternehmer mit einem Dutzend eigener Lastzüge. Billard mit Boris. Darauf hat sich der Vater die ganze Woche gefreut. So beginnt das Wochenende bei den Berenzweigs. Es ist nicht jedem vergönnt, 10 Enkelkinder zu haben. Ich finde, das ist wirklicher Reichtum. Meine größte Leistung besteht darin, die Familie zu erhalten und dass der Name weitergeführt wird. Das ist sehr viel und darauf bin ich stolz. Für Boris Berenzweig ist sein Vater Wladimir das große Vorbild. Die Familie und deren Zusammenhalt sind für Wladimir Berenzweig das Wichtigste. Fast jedes Wochenende kommen alle nach Svetchino. Für das Familienoberhaupt eine wunderbare Gewohnheit, die er mit List interpretiert.
Die Familie hat mir schon immer viel bedeutet. Meine Familie ist mein Leben. Und alles, was ich mache und schaffe, ist für die Familie. Ich bin eigentlich ein wahrer Kommunist. Habe dafür gesorgt, dass es in unserer Familie allen gleich gut geht. Die Tiere sind alle in einem Top-Zustand. Regelmäßig schaut der Tierarzt nach allen Pferden, auch nach dem jüngsten. Da heißt es, ab in den Stall zur Untersuchung. Kein einfaches Unterfangen für den Tierarzt Alexei Kotschergin. Denn Stute und Fohlen lassen sich nur ungern trennen. Keine ungefährliche Situation für Tierarzt und Pferdepflegerin. Eine Stute, die ihr Fohlen verteidigt, schlägt schon mal aus. In solchen Situationen hat sich Alexei Kotschergin schon oft befunden. Tausende von Fohlen hat er bereits untersucht. Hier geht alles gut. Und das Allerwichtigste, das Fohlen ist kerngesund. Lena hat ihren Großeltern erzählt, was beim Training passiert ist und das Quick Capital lahmt. Nun wollen alle drei den Schimmel anschauen. Manchmal, wenn ein Pferd lahmt, ist die Ursache eher harmlos. Doch es kann auch mehr dahinter stecken. Man weiß es eben nie. Er trabte ganz ruhig, stolperte plötzlich, bekam die Beine nicht sortiert und verhackte sich am Hufeisen. Schlecht, dass das Hufeisen nicht vollständig abgerissen wurde, sondern sich verbog. Deshalb sind wir sehr um den Huf besorgt. Womöglich hat er sich verletzt. Da soll wohl besser doch der Tierarzt mal draufschauen. Alexei Kotschergin ist noch im Stall. Quick Capital hat Glück gehabt. Offenbar ist nichts Gravierendes passiert. Nur eine leichte Stauchung stellt der Tierarzt fest. Keine auffälligen Schwellungen, keine bedenkliche Schmerzempfindlichkeit. So wie es aussieht, muss Quick Capital ein paar Tage geschont werden und in der Box bleiben. Er hat also gezwungenermaßen trainingsfrei. Neben der Reiterei kommt in Russland der Fahrsport, Driving genannt, mehr und mehr in Mode. Die beiden Angestellten Irina und Jekaterina trainieren die Bären-2-Kutschpferde. Die haben auch schon manchen Turniersieg errungen. Das Driving ist inzwischen Olgas Lieblingsdisziplin. In Zvechino gibt es für die Gespanne einen eigenen Parcours. Vor allem die Wasserhindernisse haben es in sich. Und die Brücken. Immer wieder wird trainiert, das Wasser zu durchfahren, ohne das Tempo herauszunehmen. Denn gerade im Wasser gilt es, keine Zeit zu verlieren. Finden regelmäßig russische Meisterschaften in der Dressur, im Springen und im Kutschenfahren statt. Vom Pferdevirus infiziert ist auch Bärenzweigs Geschäftspartner Kliment Melnikow. Die Gestüte der beiden liegen nur eine halbe Land Rover-Stunde voneinander entfernt. Melnikow besitzt eine stattliche Herde von rund 160 Orlowski-Trabern. Ein Millionenvermögen.
Ihren Namen haben diese urrussischen Pferde von Graf Alexei Orlov, der einst Liebhaber von Katharina der Großen war. 1770 fiel er bei der Zarin in Ungnade und widmete sich dann der Zucht von Trabern. Von Pferden für Schlitten und Kutschen, die große Strecken auch in den harten russischen Wintern zurücklegen. Melnikow ist zu einem passionierten Züchter geworden. Er weiß alles über die Rasse der Orlowski-Traber. An der großen Herde mit den Stuten und Fohlen kann er sich nicht satt sehen. Aus seiner Zucht sind in den letzten Jahren regelmäßig große Champions hervorgegangen, die bedeutende Trabrennen im ganzen Land gewonnen haben. Zwei Baulöwen, zwei Partner, zwei Pferdenarren, zwei Gestüte. Wann seine Leidenschaft für Pferde begann, schildert der erfolgsverwöhnte Melnikow heute so. Ich möchte Folgendes erzählen. Als Kind von nicht einmal 5 Jahren hatte ich bereits meine eigene Herde. Das heißt, ich sammelte Holzstöcke und ritt darauf. Ein Stock hatte einen Kopf aus Pappmaché und 2 Räder hinten dran. Das war mein Leithengst, Bujan. Auf meinem Falben Bujan hütete ich meine Herde auf der Weide. Die Herde, das waren Holzstecken. Jeden Abend sammelte ich die Stöcke ein, lehnte sie gegen die Wand von meines Großvaters Haus und gab jedem Pferd Gras zu fressen. Die beiden Partner machen sich auf den Weg zur Reithalle. Melnikow will ein paar besondere Pferde vorführen, weil Bärenzweig einen besonderen Wunsch hat. Svetchino. Das sind die 16-jährige Lena und die 14-jährige Aljona, die beiden ältesten Enkelinnen von Olga und Wladimir Bärenzweig. Beide äußerst ambitionierte Reiterinnen. Meine sportliche Zukunft stelle ich mir natürlich als Champion vor. Als ich meinen Opa einmal fragte, wovon er träumt, sagte er, er würde sich wünschen, dass ich eines Tages bei den Olympischen Spielen dabei sein werde. Ich werde versuchen, ihm diesen Traum zu erfüllen. Ich hätte niemals geglaubt, dass meine sportliche Zukunft für ihn so wichtig ist. Lena und ihrer Schwester fehlt es an nichts. Sie sind in Wohlstand hineingeboren worden. Der Großvater hat den Mädchen Spitzenpferde in den Stall gestellt. Der Holsteiner Schimmel Quick Capital gehört Lena. Capitano heißt das Pferd von Aljona. Ein Holsteiner allerbester Abstammung ist auch er. Die Pferde seiner Enkelinnen hat sich Bärenzweig ein Vermögen kosten lassen. Ein Tier dieser Klasse kostet schon 100.000 Euro und mehr. Lena und ihre Schwester sind talentiert. Sie haben bereits erste Turniererfolge vorzuweisen. Während der Woche sind sie in Moskau in der Schule. Aber die Wochenenden und die Ferien verbringen sie in Svetchino bei ihren Pferden. Für sie ist das Normalität. Ihre Großmutter empfindet weit mehr, weil sie noch andere Zeiten erlebt hat. Das hier ist mein Lebenstraum. Diese Weite, diese Freiheit. Es ist Natur pur und Freiheit für die Seele, für den Kopf und für die Tiere selbstverständlich auch. Schauen Sie, wie gut es Ihnen hier geht, wie wohl Sie sich hier fühlen. Kein Vergleich zu den Orten und zu den Stellen, wo die Pferde kaum Auslauf haben. Und hier blüht die Seele auf und der Mensch fühlt sich sofort ganz anders. Für mich ist es ein einziger Traum. Jetzt im Hochsommer sind die riesigen Pferdebremsen eine Plage für die edlen Friesen auf der Weide.
Deshalb lässt Olga ihre Lieblinge in den kühlen Stall bringen. Für die kleinen Bärenzweigenkel Albert und Olga ist Zwetschino ein Paradies. Ein Wunderland mit vielen Tieren. Eine Welt, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Begegnungen mit Tierkindern, mit Lämmern zum Beispiel. In Zwetschino hat jedes Enkelkind sein Lieblingstier. Gleich beginnt das Reittraining für die großen Schwestern. Einmal morgens und einmal am späten Nachmittag wird trainiert, Dressur und Springen. Eigens für seine Enkelinnen hat Wladimir Bärenzweig einen Springtrainer engagiert. Der heißt Wetscheslaw Spakowski, kommt aus Weißrussland, ist einer der 10 Besten seiner Zunft in Russland. Ein ausgesprochen kamerascheuer Mann. Aber die beiden Schwestern schwören auf den Trainer. Und ihr Großvater ist davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er Lena und Aljona an Russland. Dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, ist unter Russlands neuen Reichen inzwischen eine weit verbreitete Erfahrung. Wer es in den letzten 20 Jahren bis in die Oberschicht geschafft hat, ist auch darauf aus, die Zügel fest in der Hand zu halten. Mütterchen Russland hat sich grundlegend verändert und der Macht des Geldes den Weg freigeräumt. Und wer zu den Reichen gehört, möchte seinen Erfolg mit Statussymbolen zieren. Dazu passt Gottes Segen, der solchem Streben Absolution erteilt. Und so erleben teure Pferde eine kolossale Wertsteigerung. Svetchino heißt das Gestüt in der Nähe von Pereslavl, 2 Autostunden von Moskau entfernt. Mehr als 500 Hektar Privatbesitz. Die Gestütsarbeiter sind billig, kommen aus Armenien, Georgien oder Aserbaidschan. Die Pferde sind teuer und viele auch nicht von hier. Aus Deutschland stammen die Holsteiner, aus Holland die Friesen. Dass Morgenstund Gold im Mund haben kann, ist hier zu erleben. Die Idylle eines erwachenden Sommertages. Hier haben rund 80 Pferde einen weiten und großzügigen Lebensraum. Nach dem Füttern wird eingestreut. In Svetchino stehen die Pferde auf Buchenspänen. Und das ist Olga Bärenzweig, 52 Jahre alt, die Frau des Chefs. Ihre Lieblinge sind die Friesen. Ihr Liebster heißt Artyom,
Tjoma genannt. Jetzt ist er 7 Jahre alt. Als Fohlen kam er nach Svetchino. Ein Siegertyp ist er. Räumt im Fahrsport regelmäßig Preise ab, auf Turnieren in ganz Russland. Tjoma kommt aus Holland. Er ist unser Beschäler, unser Deckhengst. Zuchthengst zu sein, ist eine ernste Sache, nicht wahr, Tjoma? Wir sind sehr stolz auf ihn. Er macht sehr schöne Fohlen, die sind von Top-Qualität. Die Holländer kommen regelmäßig zu uns zur Hengstkörung und sie bewerten Pferde und Fohlen, die von Tjoma abstammen. Sie geben ihnen sehr gute Wertungspunkte, nicht wahr, Tjoma? Alles begann vor über 20 Jahren, als die Sowjetunion zerbrach. Erst waren es ganz wenige Pferde. Mit wachsendem Wohlstand wurden es immer mehr. Die Berenzweigs und ihre Pferde. Aus anfänglicher Liebhaberei ist eine große Leidenschaft geworden. Für Olga ist das Gestüt der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie, die einst als Lehrerin nur wenige Rubel verdiente, findet sich hier in einem Traumland wieder. Sehen Sie, wie schön sie sind. Gutmütig, lieb und keine Angst vor den Menschen haben sie. Du bist ein ganz toller. Das ist nicht unser erstes Fohlen. Die anderen sind alle schon erwachsen. Schauen Sie nur, wie schön die Mama ist. Ich bin doch bestimmt nicht klein, aber sehen Sie, wie groß die Mutter ist? Meljuscha, meine Schöne, was hat dich erschreckt? Die Beleuchtung? Genau auf dich gerichtet. Wie kann man sie nicht lieben? Ein Traum. Wie schön sie sind. Die Mama und das Kleine. Meine Süßen, meine Kleinen. Die Friesen können es kaum erwarten. Sie dürfen nach draußen. Moskau, 8 Uhr morgens. Wladimir Berenzweig auf dem Weg in sein Büro. Die Firma heißt Stroyhold und ist ein Bauunternehmen. Sie gehört ihm zur Hälfte. Im Büro sind es 60 Angestellte, auf den Baustellen im ganzen Land ein paar hundert Beschäftigte. In den wilden postkommunistischen Zeiten unter Präsident Jelzin, als die staatliche Wirtschaft im Galopp privatisiert wurde, sind die Bauingenieure Wladimir Berenzweig und Klement Melnikow ins große Baugeschäft eingestiegen und haben schnell Millionen gemacht. Dass sie heute Baulöwen sind, sehen sie als Lohn für ihren Fleiß und ihre Geschäftstüchtigkeit. Wir planen und bauen Wohnhäuser sowie alle möglichen Gebäude für die verschiedensten Zwecke. Und dann haben wir auch noch einen weiteren Schwerpunkt in unserer Firma. Wir planen und bauen auch Flughäfen. Unser Betätigungsfeld ist sehr groß. Praktisch gibt es kaum etwas, das wir nicht bauen können. Das Gestüt in Svetchino hat er für sich und seine Familie gebaut. Welchen Stellenwert haben die Pferde? Hat das Gestüt im Leben des Baulöwen Wladimir Berenzweig? Das ist sozusagen ein Ventil, ein Ort zum Luftholen. Es ist der Ort, wo unsere ganze Familie gern ihre Freizeit verbringt. Denn Moskau ist eine hektische Stadt. Es gibt viel Verkehr, viele Staus und wenig Sauerstoff. Wegen der Unmengen von Autos. Man verbringt viel Zeit in Staus. Aber Moskau ist gewiss auch eine besondere Stadt. Wir alle arbeiten hier und wir lieben diese Stadt. Nach Svetchino fährt man zur Entspannung, zum Spaß. Wir sind froh darüber, dass wir diese Möglichkeit haben. Aber Svetchino ist weit mehr als der Rückzugsort eines Multimillionärs.
Wladimir Berenzweigs Traum von einem Reitsportzentrum mit nationaler Bedeutung ist längst Wirklichkeit geworden. Denn auf dem gestütseigenen Turniergelände, das Reitelite herangeführt hat. In Svečino gibt es perfekte Trainingsbedingungen. Die Morgenarbeit endet damit, dass die Pferde auf dem riesigen Grasplatz noch einige Runden traben und dann im Schritt geritten werden. Und dabei passiert es. Quick Capital lahmt. Er muss sich ein Bein vertreten haben. Der Tierarzt wird wohl nach dem wertvollen Holsteiner sehen müssen. Aljona zeigt uns ihr lebendiges Maskottchen. Viva ist ein Jack Russell-Mädchen und 4 Monate alt. Doch seit wann reitet Aljona denn nun schon? Ich trainiere seit meinem 6. Lebensjahr. Unser erstes Pferd bekamen wir, als ich 6 war. Meine Oma hat es gekauft. Das war ihre Idee. Dieses Pferd war sehr unerfahren und spielte ein bisschen verrückt, als ich draufgesetzt wurde. Natürlich habe ich Angst bekommen und glaubte, dass ich das Reiten nie lernen würde. Aber mein Trainer Vyacheslav Spakovsky hat mir noch mehr beigebracht. Nicht nur, dass ich die Angst vor Pferden verliere, sondern auch das Springen, dass ich das geschafft habe. Bei jedem Sprung kommt es mir noch immer so vor, als wäre das nicht ich. Wenn ich meinen Trainer sehe, habe ich keinerlei Angst. Viva hat es bei Aljona und den Svečino bestens getroffen. Jeden Tag darf der Welpe mit zum Training. Angst hat der Kleine vor den Pferden nicht. Was ja bei Aljona am Anfang anders war. Ich sagte ja schon, dass ich am Anfang Angst vor dem Springen hatte. Dann fragte ich meine Schwester, Lina, wie ist das mit dem Springen? Darauf antwortete sie, eigentlich ist es, als ob du fliegst, wie ein Engel. Wenn du springst, fühlst du dich vollkommen schwerelos. Es ist ein tolles Gefühl. Und dann habe ich es probiert. Und Lena hatte recht mit dem, was sie gesagt hatte. Es war toll. Ich habe meine ganze Angst verloren. Es ist einfach. Nicht du springst, sondern dein Pferd. Du darfst es nur nicht dabei stören. Klement Melnikov will seinem Geschäftspartner ein paar ganz besondere Orlowski-Traber vorführen. Das haben meine Pferde voriges Jahr auf der Moskauer Rennbahn gewonnen. Das ist ein Preis von Quadrat aus dem letzten Jahr. Der hier kommt von Krepysch. Das sind unsere berühmtesten Pferde. Und der hier ist von Butovic. Die meisten Pferde sind junge Hengste. Temperamentvoll, ausdrucksstark und mit eleganten Bewegungen. Wladimir Berenzweig spielt schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, sich 2 Orlowski-Traber anzuschaffen, um sie vor die Kutsche zu spannen. Nicht unbedingt Hengste wie diese. Seine Mutter kommt aus dem Altai-Gebiet. Ich habe ihn zum ersten Mal im Moskauer Gestüt gesehen, wo er als Probierhengst eingesetzt wurde. Das heißt, er kam nie zum Decken, sondern sollte den Appetit der Pferdedamen anregen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, stockte mir der Atem. Der Orlowski-Traber ist eigentlich ein Kutschpferd und wie gemacht für die Arbeit im Geschirr. Aber nicht weniger geeignet auch unter dem Sattel. Das perfekte Pferd für den kleinsten Bauern und den größten General. Also für alle. Einerseits ein ausgesprochenes Nutztier und andererseits eine solche Schönheit, dass schon so mancher Feldherr auf diese Rasse geschworen hat. Die Pferde überbieten sich gegenseitig an Schönheit und Ausdrucksstärke. Wladimir Berenzweig ist begeistert von der Vorstellung. Ein sehr schönes Pferd.
Bei so viel Temperament und Kraft ist ein Pferdepfleger nicht genug. Berend Zweigs Tierarzt ist gekommen, will seinen Freund beim Pferdekauf beraten. Alexei Kotschergin ist nicht irgendwer. Er behandelt die Pferde des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ein Indiz dafür, in welche soziale Liga Berend Zweig und Melnikow aufgestiegen sind. Ist die Entscheidung für ein Pferd gefallen? Für Frank. Sie haben ihn ja gesehen. Der ist nicht nur groß, sondern auch eine absolute Schönheit. Aber was die Kämpferqualitäten angeht, unter den Grauen, ist das für mich Lotus. Ein Orlowski-Traber und dann Grauschimmel. Absolut super. Ein grauer Orlowski-Traber ist das Allerbeste, was es gibt. Der Tierarzt hat nach der ersten kurzen Untersuchung keine Einwände. Das Pferd befindet sich in einem sehr guten Zustand. Bei den Olympischen Spielen von Moskau 1980 war Alexei Kotschergin Cheftierarzt bei allen Reitwettbewerben. Wladimir Berend Zweig hat sich entschieden. Dieser Braune und der Schimmel sollen es sein. Die werden ein hübsches Gespann abgeben. In Svechino sollen sie schon mal einen Pferdetransporter fertig machen und in der nächsten Stunde hierher ins Gestüt Melnikow schicken. Svechino. Zwei Kindermädchen hat Olga Berend Zweig angestellt, um die kleinen Enkel rund um die Uhr betreuen zu lassen. Die Eltern sind alle erfolgreiche Unternehmer in Moskau und kommen nur am Wochenende nach Svechino. Da hat Oma Olga angeboten, sich in der Woche um den Nachwuchs zu kümmern. Lena zeigt Interesse, wenn ihre Großmutter erzählt, wie in Svechino alles begonnen hat. So sah damals die Straße aus. Schau, wie schwer befahrbar sie war. Nun ist sie ausgebaut worden. Aber daran könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Die Straße war damals jedenfalls so schlecht, dass wir, um mit den Kindern zum Schulbeginn im September nach Moskau zu kommen, unsere Nachbarin Tante Tonja um Hilfe baten. Stell dir vor, Tante Tonja spannte ihr Pferd vor den Wagen und brachte uns zur Straße, zum Bus. Sonst wären wir nicht rausgekommen. Habt ihr das Haus gekauft oder gebaut? Wir aus Russland. Tjoma kommt aus Holland. Er ist unser Beschäler, unser Deckhengst. Zuchthengst zu sein, ist eine ernste Sache, nicht wahr, Tjoma? Wir sind sehr stolz auf ihn. Er macht sehr schöne Fohlen, die sind von Top-Qualität. Die Holländer kommen regelmäßig zu uns zur Hengstkörung und sie bewerten Pferde und Fohlen, die von Tjoma abstammen. Sie geben ihnen sehr gute Wertungspunkte, nicht wahr, Tjoma? Alles begann vor über 20 Jahren, als die Sowjetunion zerbrach. Erst waren es ganz wenige Pferde. Mit wachsendem Wohlstand wurden es immer mehr. Die Berend Zweigs und ihre Pferde. Aus anfänglicher Liebhaberei ist eine große Leidenschaft geworden. Für Olga ist das Gestüt der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie, die einst als Lehrerin nur wenige Rubel verdiente, findet sich hier in einem Traumland wieder. Sehen Sie, wie schön sie sind. Gutmütig, lieb und keine Angst vor den Menschen haben sie. Du bist ein ganz toller. Das ist nicht unser erstes Fohlen. Die anderen sind alle schon erwachsen. Schauen Sie nur, wie schön die Mama ist. Ich bin doch bestimmt nicht klein, aber sehen Sie, wie groß die Mutter ist? Meljuscha, meine Schöne, was hat dich erschreckt? Die Beleuchtung? Genau auf dich gerichtet. Wie kann man sie nicht lieben? Ein Traum. Wie schön sie sind. Die Mama und das Kleine. Meine Süßen, meine Kleinen. Die Friesen können es kaum erwarten. Sie dürfen nach draußen.
Moskau, 8 Uhr morgens. Wladimir Berenzweig auf dem Weg in sein Büro. Die Firma heißt Stroyhold und ist ein Bauunternehmen. Sie gehört ihm zur Hälfte. Im Büro sind es 60 Angestellte, auf den Baustellen im ganzen Land ein paar hundert Beschäftigte. In den wilden postkommunistischen Zeiten unter Präsident Jelzin, als die staatliche Wirtschaft im Galopp privatisiert wurde, sind die Bauingenieure Wladimir Berenzweig und Klement Melnikow ins große Baugeschäft eingestiegen und haben schnell Millionen gemacht. Dass sie heute Baulöwen sind, sehen sie als Lohn für ihren Fleiß und ihre Geschäftstüchtigkeit. Wir planen und bauen Wohnhäuser sowie alle möglichen Gebäude für die verschiedensten Zwecke. Die haben auch schon manchen Turniersieg errungen. Das Driving ist inzwischen Olgas Lieblingsdisziplin. In Zvechino gibt es für die Gespanne einen eigenen Parcours. Vor allem die Wasserhindernisse haben es in sich. Und die Brücken. Immer wieder wird trainiert, das Wasser zu durchfahren, ohne das Tempo herauszunehmen. Denn gerade im Wasser gilt es, keine Zeit zu verlieren. Eine weitere von Olga Berenzweigs Ideen. Sie träumt davon, dass ihre Friesen beim Musikritt groß rauskommen. Vielleicht wird es irgendwann sogar ein Pferdeballett geben. Die Voraussetzungen dafür bringen die großen Schwarzen aus Holland allemal mit. Denn neben ihrer Gutmütigkeit ist der Ausdruck ihre große Stärke. An den Samstagnachmittagen im Sommer ist die ganze Familie oft zum Essen beisammen. Die Kinder, die Enkel und auch gute Bekannte. Die Kindermädchen sind dann auch für die Vorbereitungen verantwortlich. Es gibt eigentlich alles, was Herz und Magen begehren. Natürlich darf das traditionelle Schaschlik nicht fehlen. Boris Berenzweig betätigt sich als Grillmeister. Sein Vater ist sehr zufrieden. Die großen und kleinen Gäste fühlen sich alle rundum wohl. Die Stimmung ist ausgelassen, der Nachmittag warm, der Wodka eiskalt. Wenn sich hier an den Wochenenden die ganze Familie trifft, wenn alle da sind, fühle ich mich wohl. Die Familie ist hier und ich bin beruhigt. Ja, mach mal. Der Chef hat noch kleine Zöpfchen. Wissen Sie, die Pferde sind nur ein Teil vom Stallbetrieb. Die Menschen gehören natürlich auch dazu. Sie alle sind jetzt meine neue Familie. Als meine eigenen Kinder erwachsen wurden und ich sie in ein selbstständiges Leben entlassen habe, habe ich mir einfach eine neue Familie zugelegt. Und so hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Manchmal will Olga Berenzweig aber raus. Und wenn auch nur für 2 oder 3 Stunden. Nach Moskau zieht sie nichts mehr, nach Pereslavl schon. Sie hat sich mit ihrer Tochter Viktoria verabredet.
Gemeinsam genießen sie die altehrwürdigen Kirchen und Häuser in der kleinen Stadt am sogenannten Goldenen Ring. Der heißt so, weil im großen Bogen um Moskau herum uralte Klöster und Kirchen stehen. Pereslavl hat 40.000 Einwohner und ist eine der ältesten und am besten erhaltenen Städte Zentralrusslands. Hier ist Olgas Lieblingsplatz. Hier schöpft sie Kraft, wie sie sagt. Und hier kämen ihr die besten Ideen. Der Transporter aus Svetchino ist im Melnikow-Gestüt angekommen. Durch und durch zufrieden ist Wladimir Bärenzweig mit dem Kauf der beiden Orlowski-Traber. Die Gamaschen sollen verhindern, dass sich die Pferde während der Fahrt verletzen. Bärenzweig fährt seine kostbare Fracht selbst. Tierarzt Alexei Kotschergin begleitet ihn. Wie findest du denn nun die Pferde? Gut. Ich glaube, sie entsprechen genau dem, wonach du gesucht hast. Ich finde, es war ein sehr guter Kauf. Die beiden sind die idealen Pferde für dich. Und sie passen zu dir. Sie sind gleich groß und haben den gleichen Trab. Die sollten vor dem Wagen absolut synchron gehen. Svetchino ist gleich erreicht. Begrüßt Patient die Operation überstanden und kann zurück in den Stall. Es ist Freitagnachmittag. Wladimir Bärenzweig erwartet seine Kinder, die jede Minute aus Moskau eintreffen müssen. Tochter Viktoria, die jüngste mit ihrer Familie. Sie war vor ihrer Heirat eine erfolgreiche Bauingenieurin. Tochter Natalia, Mutter von Lena und Aljona, ist geschieden. Sie betreibt einen florierenden Metall- und Schrotthandel in Moskau. Diese Kinder heißen Wladimir, German, Stanislav, Valeri. Sie gehören zu Boris, Wladimir Bärenzweigs Sohn. Er ist ein geschäftstüchtiger Logistik- und Transportunternehmer mit einem Dutzend eigener Lastzüge. Billard mit Boris. Darauf hat sich der Vater die ganze Woche gefreut. So beginnt das Wochenende bei den Bärenzweigs. Es ist nicht jedem vergönnt, 10 Enkelkinder zu haben. Ich finde, das ist wirklicher Reichtum. Meine größte Leistung besteht darin, die Familie zu erhalten und dass der Name weitergeführt wird. Das ist sehr viel und darauf bin ich stolz. Für Boris Bärenzweig ist sein Vater Wladimir das große Vorbild. Die Familie und deren Zusammenhalt sind für Wladimir Bärenzweig das Wichtigste. Fast jedes Wochenende kommen alle nach Svetchino. Für das Familienoberhaupt eine wunderbare Gewohnheit, die er mit List interpretiert. Die Familie hat mir schon immer viel bedeutet. Meine Familie ist mein Leben. Und alles, was ich mache und schaffe, ist für die Familie. Ich bin eigentlich ein wahrer Kommunist. Habe dafür gesorgt, dass es in unserer Familie allen gleich gut geht. Die Tiere sind alle in einem Top-Zustand. Regelmäßig schaut der Tierarzt nach allen Pferden, auch nach dem jüngsten. Da heißt es, ab in den Stall zur Untersuchung. Kein einfaches Unterfangen für den Tierarzt Alexei Kotschergin. Denn Stute und Fohlen lassen sich nur ungern trennen.
Keine ungewöhnliche ernste Sache, nicht wahr, Tjoma? Wir sind sehr stolz auf ihn. Er macht sehr schöne Fohlen, die sind von Top-Qualität. Die Holländer kommen regelmäßig zu uns zur Hengstkörung und sie bewerten Pferde und Fohlen, die von Tjoma abstammen. Sie geben ihnen sehr gute Wertungspunkte, nicht wahr, Tjoma? Alles begann vor über 20 Jahren, als die Sowjetunion zerbrach. Erst waren es ganz wenige Pferde. Mit wachsendem Wohlstand wurden es immer mehr. Die Berenzweigs und ihre Pferde. Aus anfänglicher Liebhaberei ist eine große Leidenschaft geworden. Für Olga ist das Gestüt der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie, die einst als Lehrerin nur wenige Rubel verdiente, findet sich hier in einem Traumland wieder. Sehen Sie, wie schön sie sind. Gutmütig, lieb und keine Angst vor den Menschen haben sie. Du bist ein ganz toller. Das ist nicht unser erstes Fohlen. Die anderen sind alle schon erwachsen. Schauen Sie nur, wie schön die Mama ist. Ich bin doch bestimmt nicht klein, aber sehen Sie, wie groß die Mutter ist? Meljuscha, meine Schöne, was hat dich erschreckt? Die Beleuchtung? Genau auf dich gerichtet? Wie kann man sie nicht lieben? Ein Traum. Wie schön sie sind. Die Mama und das Kleine. Meine Süßen, meine Kleinen. Die Friesen können es kaum erwarten. Sie dürfen nach draußen. Moskau, 8 Uhr morgens. Wladimir Berenzweig auf dem Weg in sein Büro. Die Firma heißt Streuhold und ist ein Bauunternehmen. Sie gehört ihm zur Hälfte. Im Büro sind es 60 Angestellte, auf den Baustellen im ganzen Land ein paar hundert Beschäftigte. In den wilden postkommunistischen Zeiten unter Präsident Jelzin, als die staatliche Wirtschaft im Galopp privatisiert wurde, sind die Bauingenieure Wladimir Berenzweig und Klement Melnikow ins große Baugeschäft eingestiegen und haben schnell Millionen gemacht. Dass sie heute Baulöwen sind, sehen sie als Lohn für ihren Fleiß und ihre Geschäftstüchtigkeit. Wir planen und bauen Wohnhäuser sowie alle möglichen Gebäude für die verschiedensten Zwecke. Und dann haben wir auch noch einen weiteren Schwerpunkt in unserer Firma. Wir planen und bauen auch Flughäfen. Russischen Oligarchen gehört. Ein alles andere als gewöhnlicher Aufstieg. Nur die Wochenenden verbringen die Worenzows in ihrer Luxusdatscha. Sonst lebt das Ehepaar in Moskau, dort in einem Promi-Viertel. Seitdem die politische Zeitrechnung eine andere ist, hat sich viel verändert. Nicht nur in Moskau, auch hier auf dem Lande. Und plötzlich gibt es überall angepflanzten Rasen. Ja, ja, überall im Dorf. Früher wucherte in jedem Gemüsegarten Unkraut und jetzt mäht man Rasen. Rasen wurde angelegt und Bäume gepflanzt. Zierbäume? Ja, Zierbäume. Nicht zu vergleichen mit dem, wie es hier vor 20 Jahren aussah. Hat die neue Zeit nur gute Seiten? Wie steht es mit dem Stress? Stress haben wir bei der Arbeit in Moskau. Hier dagegen sind wir entspannt. Auch Alexander Borisowitsch. Hier gibt es keine Krawatten. In Moskau geht es anders zu. Immer nur Stress und Besprechungen und Verhandlungen und Termine. Ein Termin jagt den nächsten. Das kostet viel Kraft und Nerven natürlich auch. Ein Notfall. Ein Pferd ist durch den Hufschlag eines anderen verletzt worden. Eine tiefe Fleischwunde. Bis der Tierarzt aus Pereslawl da ist, kann nicht gewartet werden. Also gibt Olga Berenzweig dem Pferd die Spritze für eine örtliche Betäubung selbst. Schon oft hat sie sowas gemacht.
Es dauert ein paar Minuten, bis die Spritze wirkt. Und dann näht eine Pflegerin die Wunde mit 6 Stichen. Sveta, Sveta, ich weiß, dass es weh tut. Ich weiß doch, was wir tun, Sveta. Süße, halte durch. Die Mädchen wollen dir doch nur helfen. Jetzt nur noch desinfizieren. Dann hat der Patient die Operation überstanden und kann zurück in den Stall. Es ist Freitagnachmittag. Wladimir Berenzweig erwartet seine Kinder, die jede. Svetchino heißt das Gestüt in der Nähe von Pereslavl, 2 Autostunden von Moskau entfernt. Mehr als 500 Hektar Privatbesitz. Die Gestütsarbeiter sind billig, kommen aus Armenien, Georgien oder Aserbaidschan. Die Pferde sind teuer und viele auch nicht von hier. Aus Deutschland stammen die Holsteiner, aus Holland die Friesen. Dass Morgenstund Gold im Mund haben kann, ist hier zu erleben. Die Idylle eines erwachenden Sommertages. Hier haben rund 80 Pferde einen weiten und großzügigen Lebensraum. Nach dem Füttern wird eingestreut. In Svetchino stehen die Pferde auf Buchenspänen. Und das ist Olga Berenzweig, 52 Jahre alt, die Frau des Chefs. Ihre Lieblinge sind die Friesen. Ihr Liebster heißt Artyom, Tjoma genannt. Jetzt ist er 7 Jahre alt. Als Fohlen kam er nach Svetchino. Ein Siegertyp ist er. Räumt im Fahrsport regelmäßig Preise ab, auf Turnieren in ganz Russland. Tjoma kommt aus Holland. Er ist unser Beschäler, unser Deckhengst. Zuchthengst zu sein ist eine ernste Sache, nicht wahr, Tjoma? Wir sind sehr stolz auf ihn. Er macht sehr schöne Fohlen, die sind von Top-Qualität. Die Holländer kommen regelmäßig zu uns zur Hengstkörung und sie bewerten Pferde und Fohlen, die von Tjoma abstammen. Sie geben ihnen sehr gute Wertungspunkte, nicht wahr, Tjoma? Alles begann vor über 20 Jahren, als die Sowjetunion zerbrach. Erst waren es ganz wenige Pferde. Mit wachsendem Wohlstand wurden es immer mehr. Die Berenzweigs und ihre Pferde. Aus anfänglicher Liebhaberei ist eine große Leidenschaft geworden. Für Olga ist das Gestüt der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie, die einst als Lehrerin nur wenige Rubel verdiente, findet sich hier in einem Traumland wieder. Pferde hat das Gestüt im Leben des Baulöwen Wladimir Berenzweig. Das ist sozusagen ein Ventil, ein Ort zum Luftholen. Es ist der Ort, wo unsere ganze Familie gern ihre Freizeit verbringt. Denn Moskau ist eine hektische Stadt. Es gibt viel Verkehr, viele Staus und wenig Sauerstoff wegen der Unmengen von Autos. Man verbringt viel, viel Zeit in Staus. Aber Moskau ist gewiss auch eine besondere Stadt. Wir alle arbeiten hier und wir lieben diese Stadt. Nach Svetchino fährt man zur Entspannung, zum Spaß. Wir sind froh darüber, dass wir diese Möglichkeit haben. Aber Svetchino ist weit mehr als der Rückzugsort eines Multimillionärs.
Wladimir Berenzweigs Traum von einem Reitsportzentrum mit nationaler Bedeutung ist längst Wirklichkeit geworden. Denn auf dem gestütseigenen Turniergelände ans Reitelite herangeführt hat. In Svečino gibt es perfekte Trainingsbedingungen. Die Morgenarbeit endet damit, dass die Pferde auf dem riesigen Grasplatz noch einige Runden traben und dann im Schritt geritten werden. Und dabei passiert es. Quick Capital lahmt. Er muss sich ein Bein vertreten haben. Der Tierarzt wird wohl nach dem wertvollen Holsteiner sehen müssen. Aljona zeigt uns ihr lebendiges Maskottchen. Viva ist ein Jack Russell-Mädchen und 4 Monate alt. Doch seit wann reitet Aljona denn nun schon? Ich trainiere seit meinem 6. Lebensjahr. Unser erstes Pferd bekamen wir, als ich 6 war. Meine Oma hat es gekauft. Das war ihre Idee. Dieses Pferd war sehr unerfahren und spielte ein bisschen verrückt, als ich draufgesetzt wurde. Natürlich habe ich Angst bekommen und glaubte, dass ich das Reiten nie lernen würde. Aber mein Trainer Vyacheslav Spakovsky hat mir noch mehr beigebracht. Nicht nur, dass ich die Angst vor Pferden verliere, sondern auch das Springen. Dass ich das geschafft habe. Bei jedem Sprung kommt Plage für die edlen Friesen auf der Weide. Deshalb lässt Olga ihre Lieblinge in den kühlen Stall bringen. Für die kleinen Bärenzweigenkel Albert und Olga ist Svečino ein Paradies. Ein Wunderland mit vielen Tieren. Eine Welt, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Begegnungen mit Tierkindern, mit Lämmern zum Beispiel. In Svečino hat jedes Enkelkind sein Lieblingstier. Gleich beginnt das Reittraining für die großen Schwestern. Einmal morgens und einmal am späten Nachmittag wird trainiert, Dressur und Springen. Eigens für seine Enkelinnen hat Wladimir Berenzweig einen Springtrainer engagiert. Der heißt Vyacheslav Spakovsky, kommt aus Weißrussland, ist einer der 10 Besten seiner Zunft in Russland. Ein ausgesprochen kamerascheuer Mann. Aber die beiden Schwestern schwören auf den Trainer. Und ihr Großvater ist davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er Lena und Aljona an Russland... Dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, ist unter Russlands neuen Reichen inzwischen eine weit verbreitete Erfahrung. Wer es in den letzten 20 Jahren bis in die Oberschicht geschafft hat, ist auch darauf aus, die Zügel fest in der Hand zu halten. Mütterchen Russland hat sich grundlegend verändert und der Macht des Geldes den Weg freigeräumt. Und wer zu den Reichen gehört, möchte seinen Erfolg mit Statussymbolen zieren. Doch seit wann reitet Aljona denn nun schon?
Ich trainiere seit meinem 6. Lebensjahr. Unser erstes Pferd bekamen wir, als ich 6 war. Meine Oma hat es gekauft. Das war ihre Idee. Dieses Pferd war sehr unerfahren und spielte ein bisschen verrückt, als ich draufgesetzt wurde. Natürlich habe ich Angst bekommen und glaubte, dass ich das Reiten nie lernen würde. Aber mein Trainer Wyczeslaw Szpakowski hat mir noch mehr beigebracht. Nicht nur, dass ich die Angst vor Pferden verliere, sondern auch das Springen, dass ich das geschafft habe. Bei jedem Sprung kommt es mir noch immer so vor, als wäre das nicht ich. Wenn ich meinen Trainer sehe, habe ich keinerlei Angst. Viva hat es bei Aljona und den Svechino bestens getroffen. Jeden Tag darf der Welpe mit zum Training. Angst hat der Kleine vor den Pferden nicht. Was ja bei Aljona am Anfang anders war. Ich sagte ja schon, dass ich am Anfang Angst vor dem Springen hatte. Dann fragte ich meine Schwester, Lena, wie ist das mit dem Springen? Darauf antwortete sie, eigentlich ist es, als ob du fliegst, wie ein Engel. Wenn du springst, fühlst du dich vollkommen schwerelos. Es ist ein tolles Gefühl. Und dann habe ich es probiert. Und Lena hatte recht mit dem, was sie gesagt hatte. Es war toll. Ich habe meine ganze Angst verloren. Es ist einfach. Nicht du springst, sondern dein Pferd. Du darfst es nur nicht dabei stören. Klement Melnikow will seinem Geschäftspartner ein paar ganz besondere Orlowski-Traber vorführen. Das haben meine Pferde voriges Jahr auf der Moskauer Rennbahn gewonnen. Das ist ein Preis von Quadrat aus dem letzten Jahr. Der hier kommt von Krepysch. Das sind unsere berühmtesten Pferde. Und der hier ist von Butowitsch. Die meisten Pferde sind junge Hengste. Temperamentvoll, ausdrucksstark und mit eleganten Bewegungen. Wladimir Behrenzweig spielt schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, sich zwei Orlowski-Traber anzuschaffen, um sie vor die Kutsche zu spannen. Nicht unbedingt Hengste wie diese. Seine Mutter kommt aus dem Altai-Gebiet. Ich habe ihn zum ersten Mal im Moskauer Gestüt gesehen, wo er als Probierhengst eingesetzt wurde. Das heißt, er kam nie zum Decken, sondern sollte den Appetit der Pferdedamen anregen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, stockte mir der Atem. Und der Billardtisch wurde aufgestellt. Dein Opa. Hat alles dein Opa gemacht. Was wären wir ohne den Opa? Ja, der Opa, der große Macher. Er hat seiner Frau ein eigenes Reich geschaffen, in dem sie die Zügel in der Hand hält. Der muss jetzt gestriegelt werden. Katjuscha, mach mal. Der Chef hat noch kleine Zöpfchen. Wissen Sie, die Pferde sind nur ein Teil vom Stallbetrieb. Die Menschen gehören natürlich auch dazu. Sie alle sind jetzt meine neue Familie. Als meine eigenen Kinder erwachsen wurden und ich sie in ein selbstständiges Leben entlassen habe, habe ich mir einfach eine neue Familie zugelegt. Und so hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Manchmal will Olga Behrenzweig aber raus. Und wenn auch nur für 2 oder 3 Stunden. Nach Moskau zieht sie nichts mehr. Nach Pereslawl schon. Sie hat sich mit ihrer Tochter Viktoria verabredet. Gemeinsam genießen sie die altehrwürdigen Kirchen und Häuser in der kleinen Stadt am sogenannten Goldenen Ring. Der heißt so, weil im großen Bogen um Moskau herum uralte Klöster und Kirchen stehen. Pereslawl hat 40.000 Einwohner und ist eine der ältesten und am besten erhaltenen Städte Zentralrusslands. Hier ist Olgas Lieblingsplatz. Hier schöpft sie Kraft, wie sie sagt. Und hier kämen ihr die besten Ideen.
Der Transporter aus Svetchino ist im Melnikow-Gestüt angekommen. Durch und durch zufrieden ist Wladimir Bärenzweig mit dem Kauf der beiden Orlowski-Traber. Die Gamaschen sollen verhindern, dass sich die Pferde während der Fahrt verletzen. Bärenzweig fährt seine kostbare Fracht selbst. Tierarzt Alexei Kotschergin begleitet ihn. Wie findest du denn nun die Pferde? Gut. Ich glaube, sie entsprechen genau dem, wonach du gesucht hast. Ich finde, es war ein sehr guter Kauf. Die beiden sind die idealen Pferde für dich. Und die Frage der Zeit ist, bis er Lena und Aljona an Russland. Dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, ist unter Russlands neuen Reichen inzwischen eine weit verbreitete Erfahrung. Wer es in den letzten 20 Jahren bis in die Oberschicht geschafft hat, ist auch darauf aus, die Zügel fest in der Hand zu halten. Mütterchen Russland hat sich grundlegend verändert und der Macht des Geldes den Weg freigeräumt. Und wer zu den Reichen gehört, möchte seinen Erfolg mit Statussymbolen zieren. Dazu passt Gottes Segen, der solchem Streben Absolution erteilt. Und so erleben teure Pferde eine kolossale Wertsteigerung. Svetchino heißt das Gestüt in der Nähe von Pereslavl, 2 Autostunden von Moskau entfernt. Mehr als 500 Hektar Privatbesitz. Die Gestütsarbeiter sind billig, kommen aus Armenien, Georgien oder Aserbaidschan. Die Pferde sind teuer und viele auch nicht von hier. Aus Deutschland stammen die Holsteiner, aus Holland die Friesen. Dass Morgenstund Gold im Mund haben kann, ist hier zu erleben. Die Idylle eines erwachenden Sommertages. Hier haben rund 80 Pferde einen weiten und großzügigen Lebensraum. Nach dem Füttern wird eingestreut. In Svetchino stehen die Pferde auf Buchenspänen. Und das ist Olga Bärenzweig, 52 Jahre alt, die Frau des Chefs. Ihre Lieblinge sind die Friesen. Ihr Liebster heißt Artyom, Tjoma genannt. Jetzt ist er 7 Jahre alt. Als Fohlen kam er nach Svetchino. Svetchino. 2 Kindermädchen hat Olga Bärenzweig angestellt, um die kleinen Enkel rund um die Uhr betreuen zu lassen. Die Eltern sind alle erfolgreiche Unternehmer in Moskau und kommen nur am Wochenende nach Svetchino. Da hat Oma Olga angeboten, sich in der Woche um den Nachwuchs zu kümmern. Lena zeigt Interesse, wenn ihre Großmutter erzählt, wie in Svetchino alles begonnen hat. So sah damals die Straße aus. Schau, wie schwer befahrbar sie war. Nun ist sie ausgebaut worden. Aber daran könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Die Straße war damals jedenfalls so schlecht, dass wir, um mit den Kindern zum Schulbeginn im September nach Moskau zu kommen, unsere Nachbarin Tante Tonja um Hilfe baten. Stell dir vor, Tante Tonja spannte ihr Pferd vor den Wagen und brachte uns zur Straße, zum Bus. Sonst wären wir nicht rausgekommen. Habt ihr das Haus gekauft oder gebaut? Wir haben ein total heruntergekommenes Haus im Dorf gekauft.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Es hatte nicht mal ein Dach. Dein Opa hat das Dach binnen 5 Tagen gedeckt. Dann ließ er mich mit 3 Kindern hier und machte eine Geschäftsreise. So. Später haben wir dann auch einen Swimmingpool gebaut, siehst du? Und der Billardtisch wurde aufgestellt. Dein Opa hat alles dein Opa gemacht. Was wären wir ohne den Opa? Ja, der Opa, der große Macher. Er hat seiner Frau ein eigenes Reich geschaffen, in dem sie die Zügel in der Hand hält. Der muss jetzt gestriegelt werden. Katjuscha, mach mal. Der Chef hat noch kleine Zöpfchen. Wissen Sie, die Pferde sind nur ein Teil vom Stallbetrieb. Die Menschen gehören natürlich auch dazu. Sie alle sind jetzt meine neue Familie. Als meine eigenen Kinder erwachsen wurden und ich sie in ein selbstständiges Leben entlassen habe, habe ich mir einfach eine neue Familie zugelegt. Und so hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Manchmal will Olga Bärenzweig aber raus. Und wenn auch nur für 2 oder 3 Stunden. Nach Moskau zieht sie nichts mehr. Nach Pereslawl schon. Sie hat sich mit ihrer Tochter Viktoria verabredet. Gemeinsam genießen sie die altehrwürdigen Kirchen und Häuser in der kleinen Stadt am sogenannten Goldenen Ring. Der heißt so, weil im großen Bogen um Moskau herum uralte Klöster. Das hier ist mein Lebenstraum, diese Weite, diese Freiheit. Es ist Natur pur und Freiheit für die Seele, für den Kopf und für die Tiere selbstverständlich auch. Schauen Sie, wie gut es Ihnen hier geht, wie wohl Sie sich hier fühlen. Kein Vergleich zu den Orten und zu den Stellen, wo die Pferde kaum Auslauf haben. Und hier, hier blüht die Seele auf. Und der Mensch fühlt sich sofort ganz anders. Für mich ist es ein einziger Traum. Jetzt im Hochsommer sind die riesigen Pferdebremsen eine Plage für die edlen Friesen auf der Weide. Deshalb lässt Olga ihre Lieblinge in den kühlen Stall bringen. Für die kleinen Bärenzweigenkel Albert und Olga ist Zwetschino ein Paradies. Ein Wunderland mit vielen Tieren. Eine Welt, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Begegnungen mit Tierkindern, mit Lämmern zum Beispiel. In Zwetschino hat jedes Enkelkind sein Lieblingstier. Gleich beginnt das Reittraining für die großen Schwestern. Einmal morgens und einmal am späten Nachmittag wird trainiert. Dressur und Springen. Eigens für seine Enkelinnen hat Wladimir Bärenzweig einen Springtrainer engagiert. Der heißt Vjatcheslav Spakovsky, kommt aus Weißrussland, ist einer der 10 Besten seiner Zunft in Russland. Ein ausgesprochen kamerascheuer Mann. Aber die beiden Schwestern schwören auf den Trainer. Und ihr Großvater ist davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er Lena und Aljona an Russlands Reitelite herangeführt hat. Wladimir Bärenzweig erwartet seine Kinder, die jede Minute aus Moskau eintreffen müssen.
Tochter Victoria, die jüngste mit ihrer Familie. Sie war vor ihrer Heirat eine erfolgreiche Bauingenieurin. Tochter Natalia, Mutter von Lena und Aljona, ist geschieden. Sie betreibt einen florierenden Metall- und Schrotthandel in Moskau. Diese Kinder heißen Wladimir, German, Stanislav, Valeri. Sie gehören zu Boris, Wladimir Berenzweigs Sohn. Er ist ein geschäftstüchtiger Logistik- und Transportunternehmer mit einem Dutzend eigener Lastzüge. Billard mit Boris. Darauf hat sich der Vater die ganze Woche gefreut. So beginnt das Wochenende bei den Berenzweigs. Es ist nicht jedem vergönnt, 10 Enkelkinder zu haben. Ich finde, das ist wirklicher Reichtum. Meine größte Leistung besteht darin, die Familie zu erhalten und dass der Name weitergeführt wird. Das ist sehr viel und darauf bin ich stolz. Für Boris Berenzweig ist sein Vater Wladimir das große Vorbild. Die Familie und deren Zusammenhalt sind für Wladimir Berenzweig das Wichtigste. Fast jedes Wochenende kommen alle nach Svetchino. Für das Familienoberhaupt eine wunderbare Gewohnheit, die er mit List interpretiert. Die Familie hat mir schon immer viel bedeutet. Meine Familie ist mein Leben. Und alles, was ich mache und schaffe, ist für die Familie. Ich bin eigentlich ein wahrer Kommunist. Habe dafür gesorgt, dass es in unserer Familie allen gleich gut geht. Die Tiere sind alle in einem Top-Zustand. Regelmäßig schaut der Tierarzt nach allen Pferden, auch nach dem jüngsten. Da heißt es, ab in den Stall zur Untersuchung. Kein einfaches Unterfangen für den Tierarzt Alexei Kotschergin. Denn Stute und Fohlen lassen sich nur ungern trennen. Keine ungefährliche Situation für Tierarzt und Pferdepflegerin. Eine Stute, die ihr Fohlen verteidigt, schlägt schon mal aus. In solchen Situationen hat sich Alexei Kotschergin schon oft befunden. Tausende von Fohlen hat er bereits untersucht. Neben der Reiterei kommt in Russland der Fahrsport, Driving genannt, mehr und mehr in Mode. Die beiden Angestellten Irina und Jekaterina trainieren die Berenzweig-Kutschpferde. Die haben auch schon manchen Turniersieg errungen. Das Driving ist inzwischen Olgas Lieblingsdisziplin. In Svetchino gibt es für die Gespanne einen eigenen Parcours. Vor allem die Wasserhindernisse haben es in sich. Und die Brücken. Immer wieder wird trainiert, das Wasser zu durchfahren, ohne das Tempo herauszunehmen. Denn gerade im Wasser gilt es, keine Zeit zu verlieren. Finden regelmäßig russische Meisterschaften in der Dressur, im Springen und im Kutschenfahren statt. Vom Pferdevirus infiziert ist auch Berenzweigs Geschäftspartner Kliment Melnikov. Die Gestüte der beiden liegen nur eine halbe Land Rover-Stunde voneinander entfernt. Melnikov besitzt eine stattliche Herde von rund 160 Orlovsky-Trabern. Ein Millionenvermögen. Ihren Namen haben diese urrussischen Pferde von Graf Alexei Orlov, der einst Liebhaber von Katharina der Großen war. 1770 fiel er bei der Zarin in Ungnade und widmete sich dann der Zucht von Trabern. Von Pferden für Schlitten und Kutschen, die große Strecken auch in den harten russischen Wintern zurücklegen.
Melnikow ist zu einem passionierten Züchter geworden. Er weiß alles über die Rasse der Orlowski-Traber. An der großen Herde mit den Stuten und Fohlen kann er sich nicht satt sehen. Aus seiner Zucht sind in den letzten Jahren regelmäßig große Champions hervorgegangen, die bedeutende Trabrennen im ganzen Land gewonnen haben. Zwei Baulöwen, zwei Partner, zwei Pferdenarren, zwei Gestüte. Wann seine Leidenschaft für Pferde begann, schildert der erfolgsverwöhnte Melnikow heute so. Alexei Kotschergin ist noch im Stall. Quick Capital hat Glück gehabt. Offenbar ist nichts Gravierendes passiert. Nur eine leichte Stauchung stellt der Tierarzt fest. Keine auffälligen Schwellungen, keine bedenkliche Schmerzempfindlichkeit. So wie es aussieht, muss Quick Capital ein paar Tage geschont werden und in der Box bleiben. Er hat also gezwungenermaßen trainingsfrei. Neben der Reiterei kommt in Russland der Fahrsport, Driving genannt, mehr und mehr in Mode. Die beiden Angestellten Irina und Jekaterina trainieren die Bärenzweig-Kutschpferde. Die haben auch schon manchen Turniersieg errungen. Das Driving ist inzwischen Olgas Lieblingsdisziplin. In Zvetschino gibt es für die Gespanne einen eigenen Parcours. Vor allem die Wasserhindernisse haben es in sich. Und die Brücken. Immer wieder wird trainiert, das Wasser zu durchfahren, ohne das Tempo herauszunehmen. Denn gerade im Wasser gilt es, keine Zeit zu verlieren. Eine weitere von Olga Bärenzweigs Ideen. Sie träumt davon, dass ihre Friesen beim Musikritt groß rauskommen. Vielleicht wird es irgendwann sogar ein Pferdeballett geben. Die Voraussetzungen dafür bringen die großen Schwarzen aus Holland allemal mit. Denn neben ihrer Gutmütigkeit ist der Ausdruck ihre große Stärke. An den Samstagnachmittagen im Deshalb lässt Olga ihre Lieblinge in den kühlen Stall bringen. Für die kleinen Bärenzweigenkel Albert und Olga ist Zvetschino ein Paradies. Ein Wunderland mit vielen Tieren. Eine Welt, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Begegnungen mit Tierkindern, mit Lämmern zum Beispiel. In Zvetschino hat jedes Enkelkind sein Lieblingstier. Gleich beginnt das Reittraining für die großen Schwestern. Einmal morgens und einmal am späten Nachmittag wird trainiert, Dressur und Springen.
Eigens für seine Enkelinnen hat Wladimir Berenzweig einen Springtrainer engagiert. Der heißt Vjatcheslav Spakovsky, kommt aus Weißrussland, ist einer der 10 Besten seiner Zunft in Russland. Ein ausgesprochen kamerascheuer Mann. Aber die beiden Schwestern schwören auf den Trainer. Und ihr Großvater ist davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er Lena und Aljona an Russlands Reitelite herangeführt hat. In Svetchino gibt es perfekte Trainingsbedingungen. Die Morgenarbeit endet damit, dass die Pferde auf dem riesigen Grasplatz noch einige Runden traben und dann im Schritt geritten werden. Und dabei passiert es. Quick Capital lahmt. Er muss sich ein Bein vertreten haben. Der Tierarzt wird wohl nach dem Wertwohlstand hineingeboren worden. Der Großvater hat den Mädchen Spitzenpferde in den Stall gestellt. Der Holsteiner Schimmel Quick Capital gehört Lena. Capitano heißt das Pferd von Aljona. Ein Holsteiner allerbester Abstammung ist auch er. Die Pferde seiner Enkelinnen hat sich Berenzweig ein Vermögen kosten lassen. Ein Tier dieser Klasse kostet schon 100.000 Euro und mehr. Lena und ihre Schwester sind talentiert. Sie haben bereits erste Turniererfolge vorzuweisen. Während der Woche sind sie in Moskau in der Schule. Aber die Wochenenden und die Ferien verbringen sie in Svetchino bei ihren Pferden. Für sie ist das Normalität. Ihre Großmutter empfindet weit mehr, weil sie noch andere Zeiten erlebt hat. Das hier ist mein Lebenstraum. Diese Weite, diese Freiheit. Es ist Natur pur und Freiheit für die Seele, für den Kopf und für die Tiere selbstverständlich auch. Schauen Sie, wie gut es Ihnen hier geht, wie wohl Sie sich hier fühlen. Kein Vergleich zu den Orten und zu den Stellen, wo die Pferde kaum Auslauf haben. Und hier, hier blüht die Seele auf und der Mensch fühlt sich sofort ganz anders. Für mich ist es ein einziger Traum. Jetzt im Hochsommer sind die riesigen Pferdebremsen eine Plage für die edlen Friesen auf der Weide. Deshalb lässt Olga ihre Lieblinge in den kühlen Stall bringen. Für die kleinen Berenzweig-Enkel Albert und Olga ist Svetchino ein Paradies. Ein Wunderland mit vielen Tieren. Eine Welt, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Begegnungen mit Tierkindern, mit Lämmern zum Beispiel. In Svetchino hat jedes Enkelkind sein Lieblingstier. Видите, как они знакомятся с другими